So Leute, wieder mal ein etwas neueres Video. Das hier ist am Pre-Release-Wochenende aufgenommen, weil Teraus kam raus. Und da war ich beim Store-Owner meines Vertrauens und habe dem ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hey, ich hätte gern einen Booster für diese Reihe. Und deswegen gucken wir uns an. Teraus Beyond Death ist jetzt ganz neu. Man hört es auch an der Stimme. Ich bin immer noch leicht krank. Es nervt mich total. Das war ich jetzt schon Anfang Januar, Ende Januar bin ich immer noch ätzend. Naja, gucken wir uns mal an. Beyond Death. Ich habe am Pre-Release teilgenommen. Es war eine unglaubliche Freude. Super witzig. Two-Headed Giant haben gespielt. Danke nochmal an meinen Partner. Das war super, super witzig. Gucken wir, was wir haben. Pios Wayfarer. Ein Mana, 1/2 Constellation. Immer wenn eine Verzauberung ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur unserer Wahl +1/+1. Das ist okay. Blightbred Catalopla. 6 Mana. Oh Gott. 6 Mana, 3/2. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur -x/-x. Wakes die Anzahl an Devoten zu schwarz ist. Die Karten fühlen sich echt cool an. Nexus Warden, 3 Mana 1/4 Reach mit Constellation. Immer wenn eine Verzauberung ins Spiel kommt, kriegen wir 2 Leben. Hübsch. 2 Mana 1/3 Lombard of Death Vigil. Verzauberungskreatur, die sind wieder da. Für 1 Mana können wir eine Kreatur opfern, um ein Leben zu. Jeden Gegner ein Leben zu verlieren zu lassen. Und wir kriegen ein Leben. Oh Gott. Skola Groove Dancer, 2 Mana 2/2. Immer wenn ein Land von irgendwoher in den Friedhof gelegt wird, kriegen wir ein Leben. 3 Mana, wir können die oberste Karte unseres Decks in den Friedhof legen. Nyxburn Cursor, 3 Mana, 2/4. Der wurde tatsächlich bei uns im Pre-Release gespielt. In meinem Partnerdeck. Omen of the Dead, 1 Mana Flash-Verzauberung. Okay. Wenn es ins Spielfeld kommt, bringen wir eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Für 3 Mana können wir es opfern, um Scry 2 zu machen. Das ist nicht bad. Ich mag den guten Gott im Hintergrund. Omen of the Sea, oh Gott. 2 Mana Verzauberung, Flash. Mit Scry 2 und wir ziehen eine Karte und wir können auch die für 3 Mana opfern, um Scry 2 zu machen. Okay. Next Spawn Brewood, 5 Mana, 7/3. Nice. Hijacks Tower Scout, 3 Mana, 3/3. Und wenn es ins Spielfeld kommt, enttappen wir eine Kreatur. Okay. Die erste Ankamen, Phalanx Tactics, die hat uns ein Spiel gewonnen. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+1 bis zum Ende des Zuges und jede andere Kreatur kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges, die man selber kontrolliert. Die habe ich auch gespielt. Wolf Willow Haven, 2 Mana, Verzauberung, Aura. Man verzaubert ein Land und immer wenn das verzauberte Land getappt wird, kriegt man ein grünes Mana zusätzlich. Man kann es für 5 Mana opfern, um 2/2 Wolf zu machen. Kann man nur in seinem eigenen Zug zu machen. Siona, Captain of Pylias, 3 Mana, 2/2. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kann man sich die obersten 7 Karten seines Decks angucken, eine Aura-Karte davon nehmen, sie auf die Hand nehmen und den Rest unter Bibliothek in zufälliger Ordnung. Und immer wenn eine Aura von irgendwoher eine Kreatur angelegt wird, macht man ein 1-Token. Damit gibt es eine Kombo mit Beyond irgendwas. Das ist eine tatsächlich, kenne ich die aus dem Commander, die ist in dem Gideon Spellbook drin. Mir fällt der Name gar nicht ein. Wenn ihr den Namen wisst, schreibt ihr mal unten in die Beschreibung. Damit gibt es auf jeden Fall eine Infinite-Kombo. Und unsere Rare ist Temple of Plenty. Kommt getappt ins Spiel, Scry 1, tappen wir ein grünes oder weißes. Und diese wunderschöne Insel und ein Human Soldier. Ich finde, die Länder haben sie richtig schön gemacht. Da kann man wunderschöne Storm-Tokens draus machen. Ansonsten sehen die super hart aus wie Force of Wildgarten. Gut. War ganz okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, aber ich sehe. Ciao, ciao.